Hallöchen und ahoi, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei The Whispered World. Das letzte Mal haben wir den lieben Chaski gesucht, der ist aber verschwunden und ist dann nach einem heftigen Kampf ausgesehen. Wir haben ein Messer gefunden, somit den Busch wegschneiden können vor dem Tor, sind jetzt hier ins Tal gekommen, hatten ein interessantes Gespräch mit zwei Steinen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollten. Und jetzt stehen wir hier vor dem leeren Haus von Shana. Naja, wenn man es denn noch Haus nennen kann. Es steht noch eine Tür, die haben wir jetzt aufgemacht und können das Haus betreten. Dann tun wir das mal. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Da, ob ich ein Grünschnabel bin oder nicht, das haben wir doch beim letzten Mal schon geklärt. Komm, probier's einfach nochmal, Sedwick. Ach, herrje. Hat er es wieder auf dem normalen Weg versucht? Ja. So ein Grünschnabel. Boah, ey, ihr kleinen nervigen Homos, ey. So, hier haben wir nichts mehr. Gut, dann sprechen wir einfach mal die Steine an auf dem unnormalen Weg vielleicht. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder... Du kannst mir ja... Die könnten aber nichts Neues sagen, ne? Du weißt ja, wo... Okay, Spot, kannst du dir die Tür mal ansehen, so vielleicht so hier... Oh ja. Gib's auf! So wird das was? Nichts. Okay, dann schließen wir eben die Tür. Und gehen halt so rum. Bringt das was? Und hier soll Shana, wie soll denn das? Können wir die Tür auch von innen öffnen? Verschlossen. Was? War ja klar. Von innen ist sie also verschlossen? Hä, wie geht denn das? Ich wollte Spot beibringen, Türen zu öffnen, aber er kommt einfach nicht an die Klinke. Kannst ihn ja hochheben. Hallo? Jemand zu... Okay, also von innen ist sie verschlossen. Verschlossen, war ja klar. Komisch. Aber von außen nicht, oder was? Hä? Okay. Gib's auf. Und die Steine erzählen uns auch nicht wirklich viel dazu, ne? Die Steinbrüder? Hey, was? Doch. Das sind Steine, wir. Komisch. Hallo, ihr. Ingo. Bis später. Soweit. Okay, also, wir haben im letzten Part eine Sache gefunden. Ah, Steinpulver. Hier, was ist das denn? Wo haben die beiden das bloß herbekommen? So verzweifelt bin ich noch nicht. Mit Betonung auf noch. Okay. Können wir das Steinpulver vielleicht mit der Tür verwenden? Hey, was machst du denn da? Ich verwandle die ganze Welt zu Stein. Aber so doch nicht. Was hat er getan? Er benutzt das Pulver mit der Tür. Mit der was? Mit der Tür? Aber irgendwo muss ich doch anfangen. Hör mal. So unendlich viel Steinpulver ist es nun auch wieder nicht. Du musst das Ziel für diesen Anschlag mit Bedacht auswählen. Und was ist ein geeignetes Ziel? Ein politischer Führer. Die Trinkwasserversorgung. Ein Herrschaftssymbol der Weichhäuter. Ein großer Hut. Ein Hut? Hast du sie noch alle? Aber ein Hut ist ein Herrschaftssymbol. Habt ihr es bald? Na gut. Dann meinetwegen auch ein Hut. Aber es muss ein großer Hut sein. Was auch immer. Okay, wir haben einen Hut. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh, oh. Das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird mir ganz und gar nicht gefallen. Was haben wir jetzt? Eine Steinmütze. Natürlich. Die können wir jetzt auch wahrscheinlich den Steinbrüdern aufsetzen. Was? Hast du dafür etwa unser Steinpulver verschwendet? Wofür? Wofür denn bloß? Für eine Clownsmütze. Eine ordinäre, alberne Clownsmütze. Oh, ist es so eine mit Bommeln obendran? Das tut doch jetzt nicht zur Sache. Er hat unseren Plan zunichte gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal ganz von vorne beginnen. Oh je. Es hat mich allein 15 Jahre gekostet, das Fläschchen zu verkorken. Willst du das etwa? Was?
hast du wofür? Das tut er jetzt müssen. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Steinsmütze. Keine Ahnung, für was wir die verwenden können. Ach du meine Fresse. Okay, aber ich glaube, zunächst können wir hier nicht wirklich mehr machen. Denn Shana ist anscheinend nicht zu Hause. Boah, tut mir leid. Meine Fresse. Können wir vielleicht die Statue hier, das Steinsmützchen, aufsetzen? Die Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Ach, ja klar. Aber das Moos von der Stirn kratzen, das kannst du ja. Mhm. Okay. Cool. Dann gehen wir mal zurück wieder. Vielleicht zum Baum, denn jetzt haben wir ja ein Gefäß und zwar die Steinsmütze, oder? Können wir die als Gefäß verwenden? Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Bräuche... Ach, du... Ja, das ist ja ein Gefäß. Okay, kann man es zerbomben? Damit kriege ich das Harz... Ich würde mich bräuchten... Okay. Vielleicht den Korken zerbomben? Das Loch ist. Ich kenne. Ja, das Loch ist gut so, ja, schön, aber was will ich denn mit dem Loch? Wir haben noch einen Kescher. Gehen wir mal zum Ufer, vielleicht hat sich da was getan. See. Ich frag mich, für was wir den Kescher. Reicht fürs Erste. Okay. Insel. Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber ja, ja, genau, da wohnt ja diese Kalada oder wie die hieß, ne? Gut, können wir denn die Bomben rüberwerfen? Ich kann nicht gut werfen und so weit schon gar nicht. Können wir die Insel zerbomben? Ach du Scheiße, okay, dann was machen wir denn? Genau, wir gehen erstmal zu Ben und zeigen ihm seine neue Mütze. Der wird bestimmt erfreut sein. Hier, Steinsmütze. Oh. Was hast du denn da? Ist das etwa meine Ersatzmütze? Wie kommst du denn darauf? Diese hier ist doch aus Stein. Auch wieder wahr. Spiel da trotzdem nicht mit rum. Die gehört bestimmt irgendwo zu. Okay, der schöpft keinen Verdacht. Können wir ihn mit Bomben beschmeißen? Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nur Doktor. Oder mit dem Messer attackieren? Die Kehle, kling, kling. Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nun doch wieder nicht. Okay, dann eben nicht. Können wir ihm Schildkröten schenken? Sammelst du schon wieder Krempel? Lass mich damit in Ruhe. Du siehst doch, dass ich alle Hände voll zu tun habe. Okay, ja. Dann schmeißen wir die eben in den Eimer. Das ist keine Wasserschildkröte. Ist ja nicht. Okay, dann eben nicht. Können wir den Opa zerstechen vielleicht? Ich könnte Opa niemals wehtun. Er nimmt einfach zu viele von diesen schmerzstillenden Medikamenten. Können wir vielleicht die Bomben ins Maul des Zugtiers legen? Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz... Ja, komm. Ich will doch hier nur, progressiv und auch ein wenig destruktiv denken. Können wir denn den Frosch sprengen? Irgendjemand sollte seiner traurigen Existenz ein Ende genau setzen. Ich würde es ja selbst machen, aber ich kann kein Blut sehen. Ach so, wir können die Bomben in den Kessel legen. Ich bin doch nicht lebensmüde. Der kleinste Funke und es wäre aus mit mir. Ich wollte doch noch einmal Corona sehen, bevor ich... Ja, stimmt schon. Hast du schon recht, mein Lieber. Aber was tun wir denn jetzt? Wir haben eine Steinsmütze. Vielleicht können wir die jetzt opfern. Huch, warum kommen wir nicht da hin? Nach hinten? Ach so, weil wir das Inventar offen haben. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Höhle. Können wir denn hier die Steinsmütze opfern jetzt? Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Ach. Das habe ich oft genug aus. Okay, was haben wir denn noch? Können wir vielleicht irgendwas kombinieren? Bärkralle. Ich muss gerade überlegen, Freunde. Entschuldigung. Können wir was draus schnitzen?
Aber so scharf nun auch. Na, anscheinend nicht. Oh oh, die Askill waren offenbar schwer bewaffnet und ich dachte, Bobby über... Hoffentlich geht es... Ja, wo Bobby ist, ne? Ist die andere Frage. Der hat uns einfach mal im Stich gelassen. Können wir die Steinsmütze jetzt hier... Ich weiß, es ist eine behinderte Idee. Ich kann mich irren, aber... Spot, kannst du mal dich dick machen oder so? Hey Spot, du könntest doch den Köder spielen und... Ja, weiter bin ich noch nicht mit meinem Plan. Aber man kann schon erkennen, dass er einiges an Potenzial hat. Ja, finde ich auch. Schau nicht so gierig, du bezieh dich doch... Du bist fett, okay. Cool, dann laufen wir eben so ein bisschen rum mit Spot. Können wir denn den Spot opfern vielleicht? Der würde genau in die Schale reinpassen. Vielleicht? Das könnte klappen. Natürlich, wahllose Sachen willst du nicht opfern, aber deinen besten Freund und Haustier? Natürlich, legen wir einfach mal in die Schale. Komm mal her, Spot. Natürlich. Und hepp. Oh. Na, natürlich. Jetzt haben wir eine Schüssel. Oh Gott, ey, was machen wir denn jetzt mit der Schüssel? Ach Gottchen, Freunde. Moment. Das ist doch ein Gefäß, oder? Was gibt es Besseres als eine Schüssel, als Gefäß? So, Harz, komm. Harz 4, abkratzen hier. Ja, sehr schön. Haben wir hier noch... Außer dem Baum? Nee, haben wir nicht. Okay, Schüssel mit Harz. Jetzt können wir damit vielleicht die zwei Steinbrüder zusammenkleben. Nee, Spaß. Hier, vielleicht so. Ist Harz eigentlich brennbar? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht können wir das anzünden oder so. Das Netz ist klebrig genug. Okay, können wir das nicht irgendwie kombinieren? Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszutreten. Und damit meine ich mehr. Oh, das hat geklappt. Klebriges Gebiss. Alter, was ich hier probiere, ne? Wie ich hier Glück habe. Geil, Alter. Wie ich einfach irgendwo random auswähle und es dann auch noch funktioniert, ey. Da sieht man mal wieder, das Ausprobieren tut wirklich seinen Job. Okay, jetzt haben wir ein klebriges Gebiss. Mal sehen. Nein, das Netz auf diese... Was könnte man mit einem klebrigen Gebiss anfangen? Opa hat sie aus einer Eiche geschnitten. Im Frühling muss man aber jetzt im Herbst, besonders wenn man... Opa sagt, die neue Haftcreme hält bombensicher. Ich glaube, die Wette nehme ich an. Wenn Opa noch seinen Marmorkuchen essen kann, dann sollte diese Mütze doch eigentlich auch kein Problem darstellen. Nein, das passt hier nicht. Das will ich nicht aneinander. Das wäre Okay. Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Echt? Nicht schlecht. Noch lange nicht fertig. Och Gott, Alter. Was ist das denn jetzt hier? Krötengebiss. Ach du Kacke. Das will ich nicht aneinander. Das wäre... Okay, also jetzt haben wir ein Krötengebiss. Nein, ich will mein Kunstwerk nicht kaputt. Dein Kunstwerk? Nein. Das will ich nicht. Das wäre... Okay. Wahrscheinlich noch eine Bärenkralle, oder? Dann haben wir hier einen Supermutanten. Die Kralle würde gut zu meinem Kunstwerk passen. Ach so. Zweiköpfiges Monster. Ah, ein zweiköpfiges Monster mit scharfen Zähnen und Krallen. Das ist wahrscheinlich das, was dann Ben Angst macht, oder? Und mit dem Messer scharfen Klauen. Nö, natürlich nicht. Aber mit Bombenargumenten. Nein, ich will mein... Nö, auch nicht. Aber mit einer Bombenorientierung. Es ist gruselig genug, so wie es ist. Bist du sicher? Vielleicht eine Schaufel? Nein. Nein? Zettel? Nein. Nein? Schautulle? Nicht nötig. Meine Situation. Kescher? Nein. Okay, gut, dann haben wir jetzt ein zweiköpfiges Monster mit einem lustigen Steinhut. Nein. Okay, dann eben nicht. Ach, die Grete? Nee, da will er nicht, oder? Nee. Okay, dann haben wir jetzt ein zweiköpfiges Monster. Können wir das auf das Spinnennetz loslassen? Nee. Gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt etwas Ultimatives gebastelt. Vielleicht können wir das Ben zeigen, dass der sich in die Hosen scheißt.
Zirkus. So, hier, schau mal. Ben, das ist das Monster, was ich meinte. Mit den zwei Köpfen. Ich hab da was für dich. Hä? Huh? Ein Askel! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Ball, 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 ball. Psst. Ben? Sehr witzig. Fand ich auch. Er hat immer noch drei Bälle, obwohl ich ihn nur gerade einen geklaut habe. Okay, kann ich den nochmal tun? Ich hab da was für... Kriegt da den Rappel hier, ey. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Sehr witzig. Fand ich auch. Okay, also anscheinend hat es geklappt mit dem Ball. Können wir nein, das... Okay, den Askel brauchen wir trotzdem noch. Hat Ben früher immer so... Aber seit mir das Stärke eigentlich mit der Mütze sein... Nicht nötig. Bomben. Ich hasse die schon, aber ich hasse auch Waffengewalt. Darum... Okay. Krete. Hier, Kescher, Kescher, vielleicht Kescher. So. Selbst mit einem Kescher könnte ich noch immer keinen Ball. Ah, Moment. Ich kenne weniger Gefährten. Ich wollte ihn nachher auf die Insel werfen oder so, keine Ahnung. Schatulle. Okay, anscheinend momentan gibt es hier nichts weiter. Mal schauen, vielleicht können wir hier was mit der Elektrizität anfangen. Monster gegen Rohre. Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun. Ach, komm. Vielleicht kannst du den Ball da hochwerfen. Nein. Oder vielleicht dein eigenes Wohnzimmer zerbomben. Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun haben. Ach. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, wir beenden hier wieder die Folge. Ha, wir schaffen doch schon einiges, oder? Also so unproduktiv, wie ich es nicht erhofft, aber befürchtet hatte, sind wir dann doch nicht. Ich bin ganz zufrieden. Was sagt ihr dazu? Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Sephiron Schüssikowski. Bye, bye.